Jawohl, meine Lieben. Willkommen zu meinem, ja, wie nenne ich es? Ich weiß es noch gar nicht. Bevor ich aber irgendwas erzähle, stelle ich auf Optionen, weil sonst hier dieses Dings-Gedöns kommt. Mit Level und so, nix Level mit diese Steckbriefe von den einzelnen Kämpfern. Willkommen bei Super Street Fighter 2, The New Challengers. Ja, ich möchte dieses Let's Play im Rahmen so, machen. Wie ihr es möchtet. Ich möchte mit jedem einzelnen Kämpfer diese Story durchspielen. Was im Prinzip schon nicht einfach wird, weil ich da. Ich sag jetzt nicht wer, sonst seid ihr nachher fies zu mir. Obwohl ich das nicht hoffe. Ich sehe da einige Schwierigkeiten mit manchen Kämpfern, aber das wird sich hoffentlich machen lassen. Ihr könnt nach jedem Part entscheiden, mit welchem Kämpfer ich als nächstes kämpfen soll. Werde ich dann auch machen. Wenn jetzt zum Beispiel nach diesem Part. Drei Leute sagen, kämpf mit Ken und zwei Leute sagen mit Ryu. Also der meiste Stimme hat, der ist als nächstes dran. Das heißt, ich würde mit Ken kämpfen. Wenn aber, ich habe mir das noch nicht überlegt, aber wenn zwei Kämpfer vielleicht dieselbe Stimmzahl haben, suche ich mir einen aus. Also so aus dem Bauch raus, einfach so. Ja, das finde ich, dieses Projekt Let's Play mit euch oder so. Ich denke mal schon. Also, dass man wissen kann, ich mache das vielleicht bei ein paar Spielen, die ich mir raussuche. Aber fangen wir jetzt erstmal hier an, mit der Einstellung der Schwierigkeit. Ich weiß nicht, wie ich das angehen will. Ob ich drauf Stufe 3 oder 4? Ach komm, machen wir 4. Lassen wir uns quälen. Ja, der erste Kämpfer, den ich nehmen soll, ist T-Hawk. Ich habe nämlich vorher den guten World Champ LP in seinem Livestream einfach mal gefragt, was würdest du sagen, wen ich nehmen soll? Hat er gesagt, ja, nimm Hawk. Mach ich. Gucken wir denn, ob ich es hinkriege. Was hat denn der für Attacken drauf? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie seine Attacken gehen. Das ist natürlich das Dumme, wenn man immer nur mit einem Kämpfer die ganze Zeit spielt. Das ist wie beim Wrestling. Jeffs Moveset kenne ich in- und auswendig, aber sonst ist das schwer. Cammy, lass mich doch wenigstens mal ausprobieren, wie das hier alles geht. Aber wenn er trifft, schlägt er gut zu. Scheiße. Heißt, er lebt noch? Okay, der war gut. Vor allem war der sehr unerwartet. Vitalität null, weil ich habe wirklich geglaubt, Cammy killt mich. Cammy killt. Diese Stage hier ist äußerst cool, muss ich sagen. Also wenn ich die sehe, denke ich immer an meine Kindheit zurück. Cammy, lass mich in Ruhe jetzt, du kleine blonde Nutte, du. Fängt schon wieder an. Hallo. Er zieht rein. Das ist, also wenn er trifft, ist er gut. Boah, Glück gehabt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie sein Moveset aussieht. Das ist total mies. Richtig kacke ist das. Ich weiß echt nicht, wie dieses Moveset aussieht. Also diese Stage hier, ich verbinde das immer so. Die ist so einsam da. Aus dem. Keine Ahnung. Oh nein. Geil. Also ist nicht geil, es ist Ryu, aber es ist. Oh Gott. Quälen mich doch. Quält mich doch gerade. Himmel, Herrgott, nein. Ach komm. Ich habe mir Street Fighter LPs angeguckt. Super Street Fighter 2 Let's Plays und naja. Es sind wenige da, die es ausführlich gemacht haben. Ich selbst hatte es bisher auch nicht ausführlich. Sondern nur mit Chun-Li halt. Ein normales Anfangs. Meinen ganz ersten zwei Let's Plays kann man quasi sagen. Jawohl! Meine ersten zwei Let's Play-Videos waren Super Street Fighter 2 Videos, aber die waren halt ohne Kommentar. Dann Replay von vor 2 Jahren, da war der Ingame-Sound eindeutig zu laut. Ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Da mache ich jetzt ein richtiges Let's Play von. Mit Thumbnails, allem drum und dran. Und ich denke auch, ich werde. Oh ja, egal wie lange es dauert, die Parts dann, je nachdem. Also, die Parts von jedem hochladen, wenn es eine halbe Stunde geht oder länger. Wenn Hawk jetzt eine halbe Stunde braucht, Chun-Li nachher eine Viertelstunde. Okay,
Okay, das ist gut. Also, wenn man sich mit T-Hawk die starken, starke Tritt und starken Griffe macht und dann durchkommt, hat man eigentlich Glück, dann geht das eigentlich ganz gut. Ich sehe nur, wie jedes Mal totale Probleme bei Sagat und das gefällt mir gar nicht. Oh nein, ich will nicht Julie schlagen. Nein. Ja, ich habe mir drei Super Street Fighter Let's Plays von deutschen Let's Playern angesehen. Zwei davon waren nun ja, also der eine ging gar nicht. Wo mir auffällt, dass ich ein paar Dinge vielleicht ansprechen kann. Also ich selber fluche viel. Bei Mario Kart und beim Wrestling. Okay, gebe ich zu. Da werde ich auch sehr ausfallend. Was ich allerdings total hasse, ist, wenn man gegen Chun-Li und Cammy kämpft und sie dann irgendwie beleidigt, du kannst mir mal den Schwanz lutschen, bla bla. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas, ehrlich. Es ist legitim, dass man sich aufregt, aber dann versucht man doch bitte seine Wortwahl ein bisschen auszuwählen. Ich weiß, ich bin selber so, dass ich die Wrestler beleidige. Da bin ich sehr für. Das tut mir jedes Mal wieder leid, aber es lässt sich einfach oftmals nicht vermeiden bei mir. Aber hier werde ich es nicht machen und schon gar nicht über die Mädels, weil. Nee. Nee, 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 nee. Wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Man probiert halt so lange, bis es funktioniert. Das muss gehen. Das geht mit allen. Das habe ich als Kind auch schon geschafft. Scheiße. Ich habe als Kind mit allen Kämpfern durchgespielt. Ich habe es hingekriegt und ich schaffe es diesmal auch. Okay, Julie ist die Erste, die mich schlägt. Das ist auch völlig in Ordnung. Er könnte lustig werden. Ich hätte doch Stufe 3 einstellen sollen statt 4. Ich war die ganze Zeit überlegen, ob ich nicht Stufe 3 mache. Weil zu den letzten Kämpfern hin wird sowieso schon Stufe 4. Wenn wir jetzt Bison hat, ich weiß nicht, ob es bei Sagat auch schon ist. Der ist eh schon Stufe 4. Ich hab's begriffen, Mädel. Chun-Li! Du bist genauso wie ich, wenn ich mit dir kämpfe. Du bist einfach gut. Okay. Es tut mir leid, ich will die nicht hauen. Hawk ist wirklich kein guter Kämpfer für mich. Ich hätte vielleicht vorher üben sollen. Ich habe keine Ahnung, wie die. Es tut mir auch leid, wenn ich immer dieselben Moves benutze, aber ich kann einfach nicht mit dem. Ich kann halt nur mit Chun-Li. Es ist immer so. Ich kann mit ihr sehr gut kämpfen, das weiß man ja. Aber den anderen sieht es richtig mies aus. Bei Super Street Fighter 4 geht es mit keinem so wirklich. Da geht es auch nicht mit Chun-Li. Also. Ich werde mit dem Spiel auch nicht warm. Ich habe gestern mal wieder ein bisschen gespielt und ja. Nee. Also, ich habe mich sogar mit Darsim gespielt und bin mit Darsim relativ gut durchgekommen. Mit Akuma ging es komischerweise nicht, aber mit Darsim. sehr merkwürdig, aber naja. Schauen wir mal, wie es hier läuft. Feilung. Okay. Feidingelidong. Ist klar. Okay. Wenn ihr. Ja, es gibt ja viele Leute, die gerne nach Soundtracks von Spielen suchen. Bin ich manchmal auch derjenige. Also, ich habe viele auf meiner Festplatte liegen. Von vielen verschiedenen Spielen. Deswegen auch der Hinweis für die, die es nicht wissen. Ich habe auch. Der Kanal ist sogar schon älter als mein Let's Play-Kanal. Heißt Video Game Music Girl, bei dem. Ja, leck mich doch vor. Scheiße. Kleiner, mieser. Ja, da ist eine Menge Musik und mein Super Street Fighter 2 Soundtrack da hat schon über 14.000 Aufrufe, also die Playlist an sich. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so, es ist schockiert. Das ist relativ viel. Sehr, sehr viel. Dafür, dass es gerade nur 185 Abonnenten sind, die da sind. Wie macht der das denn? Keine Ahnung, wie T-Hawk seine Spezialangriffe macht. Ich hab nicht die leiseste Ahnung. Hallo, lass mich in Ruhe, du kleiner Mistsack aus Hongkong. Opa, Gangnam Style. Ach nee, der kommt nicht aus Hongkong. Das ist. Weiß ich nicht, was das ist. Ich weiß es nicht mal. Sorry. Ich frag mich, wie ich hier die ganze Zeit gewinne. Wahrscheinlich, weil ich mich nicht so konzentriere. Okay, einmal noch. Hawk. Schaffen wir.
Ist immer gut, dass er nichts werfen kann, so à la Ken und Ryu. Hadouken! Oder Chun-Li. Der Penner deckt auch immer gut ab. Dieser Angriff in der Luft für seine scheiß Beine, die nervt mir erst recht. Komm her, du kleiner. Du Lümmel. Komm her. Ach, ich hasse diesen Angriff mit seinem scheiß Fuß. Bla 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 bla. So. Einfach mal vorspulen, ist mir jetzt egal. Ich dachte, das heißt Rahi. Und ich weiß nicht, wie er seine blöden Angriffe macht, dieser Dominianer. Komm, ey. Pfeilung, du bist ein Pisser. Ich hab die schon immer nicht gemobbt. Weißt du das eigentlich? Ja, klar. Double KO. Du kannst mich mal, ey. Kannst mir mal die Eierstücke lecken. Aber wieso trifft der denn nicht, der Vollidiot? Hallo. Sag mal, der hat so Stummelarme und Stummelbeine und trifft mich die ganze Zeit. Ist das witzfrei oder was? Leck mich. Das Problem ist, der kann auch nicht von der Wand abspringen. Wenn der mal eingeklemmt ist, dann ist er eingeklemmt. Das ist einfach nur ein Witz. Das ist wirklich so. Ach so. Ich sehe schon. Ich drück einfach irgendwo. Ist mir jetzt Schnurz. Sei jetzt dumm. Okay, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Das war jetzt Glück. Mit dem Hurk. Das war großes Glück. Ich überlege, ob ich ein Safe-Set setze. Final Round, fight! Komisch, wenn ich es kontrolliert machen will, dann schlägt er mich. Der kleine Bastard. Aber wenn ich unkontrolliert auf irgendwelche Knöpfe hämmer, dann funktioniert es, oder was? Das ist doch ein Witz. Ja, jetzt geht's wieder nicht. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich nehme nachher No Bonus, weil Final Round? Ja, natürlich. Das hatte ich auch noch nie, dass ich in der feinen Runde noch nie Bonus gekriegt habe. Ich glaube, naja. Ich glaube, ich gehe. Naja. Jamaica. Ach, DJ. Lass mich in Ruhe. Lass mich verarschen oder was? Wir sind hier die Stufe 8. Ich habe immer das Gefühl, bei mir sind die Gegner alle stärker als bei den anderen, wenn sie das kämpfen. Hawk ist einfach scheiße. Ich treffe den, aber hallo. Lappen. Extra roter Zahnbelag, Alter. Geht doch. Ja, ich spule das vor. Das ist ja. Mann, tu dem doch was, ey.
Hey! Verschwinde doch, du Lappen. Sag mal, ist dir irgendwas, ist dir deine Tüte heute nicht bekommen oder was? Junge! Jetzt fängt der Name wieder an. Weiß ich nicht zu helfen, macht er den. Ich bin doch zum Scheißen so doof, ehrlich. Du bist kacke, T-Rock. Du bist so kacke. Christian, ich hasse dich für diese Wahl. Naja, ich hätte eh durch müssen, ob ich den jetzt habe oder später. Ist auch ganz gut, wenn ich diese ganzen Vollidioten vorher habe, mit denen ich nicht klarkomme. Als wenn ich die später kriege. Sag mal. Leck mich an meine Arsche. Wieso trifft der nicht? Der hat doch wohl keine Stummelbeine. Habe ich aber die Faxendicke mit dir. Habe ich dir mit seine Tüte nicht bekommen heute. Seine jamaikanische Haschtüte. Ist das nicht dein Ernst? Doch warum trifft Danny? Was ist denn mit diesem Hock los? Alter, ist das ein Wichser? Recovery. Warum trifft der nicht? Der hat wohl keine Stummelbeine hier. Der trifft aber auch gar nichts. Du bist scheiße. Du bist so scheiße. Du bist zum Scheißen zu dumm. Bist du blöd, um aus dem Busch zu winken, ey. Alter, ich will den schlagen, den Arsch. Wieso geht denn das nicht hier? Wie kann der so gut sein? Du kannst mich mal sonst wo. Ey. Ja. Ich bleib einfach stehen. Wir können auch auf Zeit spielen, ist mir egal. Wenn du meinst, stehen bleiben zu müssen. Vergiss es. Jetzt will er es so versuchen. Nur weil du was werfen kannst und ich nicht, oder wie? So. Bleib einfach stehen und nimm meine stärksten Tritte und so. Gott, der Part könnte lang werden. Wir haben jetzt schon fast 20 Minuten. Was habe ich mir denn da aufgeheizt? Wäre hier im Hochladen gar nicht mehr fertig. Ist mir jetzt hinter ein abgekrüppeltes Bein. Oh Mann, ey! Was war das denn? Du Arschloch, du bekifftes, ey. Nur weil du so zu gedröhnt bist, kriegst du alles hin, oder was? Also wenn das hier nicht gleich klappt, ne? Das darf nicht wahr sein. DJ ist doch ein Schwachmat, ey. Das ist einer der Schwächsten bei Super Smash Bros. 2. Nicht der Schwächste, aber der Zweitschwächste. Kann das dann sein, dass dieses Arschloch mir so kaputt macht hier? Ich dachte, was wird denn das erst, wenn ich zu Sagat komme? Ich mach gleich einen Safe, so wie ich das gewinnen sollte. So, ist mir scheißegal. Weil das mache ich doch nicht mit hier. Ich will hier einfach nur noch weg aus Jamaika. Jetzt ist aber Ruhe im Karton, mein Freund. Da hast du. Okay. Schauen wir mal, wie der funktioniert, wie der drauf ist. Ja, das fängt auch schon wieder gut an. T-Hawk ist mir einfach zu langsam. Ist einfach so.
Ja, wirklich. Willst du mich verarschen? Willst du mir erzählen, ob ich auch platt oder was? Das ist doch ein Witz. Wenn ich mit Julie hier bin, haben die nichts auf der Reihe. Was ist denn das für eine Scheiße hier mit dem Spiel? So ein Schmierbolzen. Das ist doch ein Dreck. Das ist echt Dreck. Das ist ein Scheiß. Das ist Dreck. Das ist Pisse. Scheiße. Also ich kämpfe jetzt hier durch. Also bei Darsim, dann beende ich erstmal den Part, weil, hallo? Bin ich ein Schaff? Lass mich in Ruhe. Was ist? Nur weil der was drauf hat, was Ruffy auch kann, ey. Ich kämpfe mich mit Safe States durch, bevor ich hier stundenlang an einem hocke. Ich bin schon froh, wenn ich irgendwann mal dahin komme, sagen kann, ich kann mit den Kämpfern umgehen. Hallo, du Wichser. Was soll denn der Dreck mit dir, du kleiner komischer, ey? Was rauchst denn du? Gib mir mal was davon ab, dass ich mal so drauf bin wie du, Alter. Du kotzt mich ja jetzt schon an, da da wie du scheißt. Ja, da wirfst du mich von da. Ne? Der ist zu langsam, der Penner, ganz ehrlich. Hallo, was geht denn mit dir, Mann? Das ist ja nie so gut, der Wichser hier. Ja, du kannst mich mal so. Jetzt reicht's. Ehrlich. So, die Mauer mache ich noch hier. Die Mauer muss weg. Nee, da springen wir da drauf. Kann er da nicht drauf oder was? Schafft er das überhaupt? Ich sag selbst dazu, das ist so dumm. Da save ich und ja. Beende den Part. Bis dann. Ja, und mit Brazil, das heißt mit Blanca, bin ich wieder da. Ich hatte eigentlich schon überlegt, das Ganze offscreen nochmal zu starten, bis hierhin zu spielen. Allerdings habe ich bei dem Startversuch gemerkt, dass DJ gleich der Erste ist, der kommt. Ja, ist wohl je nach Schwierigkeitsgrad ein bisschen unterschiedlich. Ich werde mich jetzt hier durchsaven und danach auf jeden Fall mit Stufe 3 machen. Anfangen, weil Stufe 4 ist mehr als ein bisschen zu schwer. Ich dachte schon, ich krieg einen Perfect, den das eben hier. Hallo, wie viel ziehst du denn ab? Jetzt hätte er mich fast noch besiegt. Also ich save mich definitiv jetzt hier durch den Rest mit T-Rock, weil... Boah, nee, geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Das ist auch so eine Scheißattacke mit den Beinen. Das ist einfach Kacke mit dem. Ich weiß, warum ich Chun-Li so gerne spiele. Wie kann der überhaupt so schnell diese ganzen Attacken ausführen? Das erklärst du mir mal, wie du das machst, Blanca. Ich save es bei jedem Treffer, ey. Ich bin so ein Lappen. Ja, was mache ich denn da? Was mache ich hier? Okay, man kommt auch durch diese Strombarriere durch. Wundert mich. Ja, Hawk, es geht einfach nicht.
Es geht einfach nicht. Ich kann einfach nicht mit dir kämpfen. Christian, das wirst du mir büßen. Oh nein, ich kenn. Ich kenn. Spiel, ich hasse dich. Warum tust du mir das an? Warum gibst du mir diese ganzen Spacken, ey? Ryu, Ken. Okay, Ryu ging ja irgendwie noch, aber Ken? Jetzt? Hilfe, nee. Das wird ein unmögliches Unterfangen mit dem. Schade. Hey! Mit deinem Bein, nur weil der hier wieder nichts trifft, ey. Lecker. Ach komm, ey. Ja, nee. Sorry, Leute, aber das ist mir nicht so ganz... Der Duckit. So, weg ist Ken. Zumindest zum ersten Mal. Es ist einfach, boah, so lange Parts. Tja, was halte ich mir denn da auf, wenn ich mit allen spielen will? Oh. Naja, jedenfalls, wenn ich mit Hawk fertig bin, könnt ihr dann abstimmen. Mit wem ich als nächstes spielen soll. Ist klar. Bitte seid nicht allzu gemein. Was habe ich denn da jetzt? Okay. Wenn man mit T-Hawk durchkommt, ist man halt gut. Balrog. Mit dem Michael Jackson im Hintergrund, der gelbe irgendwie. Später, wenn er tanzt, wird, wissen was ich meine. Oder wenn er, weiß ich nicht. Das war, glaube ich, sogar der. Hallo? Der Typ ist auch schwul. Hey, Hawk war schon tot. Hier hast du den Typ. Die sind alle scheiße hier, vor allem mit dem Penner von T-Hawk. Na komm, machen wir es halt mit dem Bein, ist mir egal. Na bitte. Fässer, ich bin gerade total abgelenkt von meinem Fernseher mal wieder. Ich soll das Ding wirklich auslassen, wenn ich spiele. Ja, wieso nicht? Scheiße, ist ein Wühlfass. Vega. Jetzt wird's richtig geil hier. Du brauchst aber nicht weg hier. Es ist klar. Du bist ein Spaten, Vega. Yeah.
Nur weil T-Hawk so scheiße langsam ist. Als Gegner fürchte ich ihn ein bisschen, aber als eigenen Kämpfer geht er gar nicht. Ohne Kralle bist du halb so gut. Ja, gut genug, um mich zu besiegen. Hallo? Wieso macht der das immer? Mein Gott, ey, das ist ein richtiges Drama hier mit Hawk. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass ich so schlecht spiele. Das ist ja Wahnsinn. So gut ich mit Julie bin, so schlecht bin ich mit dem Rest. Hoppla, Start will die nicht drücken. Ja, kurz Blut, weißt du. Ich save jetzt nur noch. Jeder Treffer wird gesaved. Bei Sagat wird das ja noch schlimmer. Vega ist ja schon grenzwertig. Mit Hawk. Wird nur mit vielen noch grenzwertig sein. Es reicht aber mit seiner scheiß Kralle, man. Ich würde sie dir aus der Hand reißen. Hallo? Sag mal. Lutsch mir doch die Zehen. Ist das dein Ernst? Ich hab die Schnauze voll mit dir, du kleiner Bastard, ey. Scheiß Spanier. Was soll denn der Dreck, du Arsch? Kommentarlos. Oh Gott. An dich will ich überhaupt nicht denken, sag ich. Ach, genau wegen dem Scheiß von Tiger Uppercut. Ich führe, und das ist schon mal wichtig. Leg mich auf. Ich hasse den. Ich hasse den so sehr. Ich bin so froh, wenn ich diesen Mist mit diesem Talk endlich hinter mir habe. Ja, scheiße, gesaved. Noch blöder gesaved. Hm.
Ja, du bist zu lahm, fetter Sack, du Böder. Du bist einfach zu lahm. Das ist richtig ekelhaft, wie scheiße du bist. Mann. Schnauze so voll mit dem. Goodness, heilige Scheiße, ey. Nein, wieso hab ich jetzt da gesaved? Hallo, wieso macht er das nicht? Mein Finger schwitzt schon mal ganz hin und her gelaufen hier. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich mach. You drove my people from their homeland. Du hast meine Leute aus meinem Wife, aus meinem Homeland vertrieben, aus meinem Zuhause. Because I can take whatever I want. Weil ich mir alles nehmen kann, was ich will. Even you cannot do anything about that. Sogar du kannst es dagegen tun. Falsch beißen. I know how to deal with traffic. Ich weiß, wie ich mit Müll wie dir umzugehen hab. Here is my homeland. Here is where I belong. Das ist meine Heimat. Hier gehöre ich hin. Under his eyes spread the desolate plain. Das kann ich jetzt nicht übersetzen. No sign of life can be seen anywhere. Es ist kein Lebenszeichen von niemandem in Sicht. But he feels his blood boiling deep within his heart. Sein Herz schlägt, sein Blut. I'll reconstruct this place at all costs. Er will alles wieder aufbauen, egal was es den kosten wird. No one shall ever disgrace my land and people again. I swear upon the honor and blood. Ich gebe erstmal was ein hier, sorry. Hawk, thanks for playing! Presented by Capcom. Ich hänge das wahrscheinlich aneinander, dann ist das Video halt eine halbe Stunde. Nee, dreiviertel Stunde lang, keine Ahnung. Ich krieg da schon hin. Also ihr Lieben, ihr dürft jetzt entscheiden, mit wem ich als nächstes kämpfen soll. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu streng zu mir. Und ich werde demnächst auf jeden Fall die Schwierigkeit runterstellen, weil es ist mir zu lang, zu stressig. Also bis zum nächsten Mal bei Super Street Fighter 2, mit wem immer ihr wählen wollt. Bis dann.